Wir werden hier diese drei algebraischen Ausdrücke faktorisieren, das heißt, wir werden sie jeweils in ein Produkt verwandeln. Schauen wir hier. Wir sehen da 2x versteckt und das steht auch da. Da sehen wir eine 9, die auch da steht. Also könnten wir diese Summe zuerst mal so umschreiben, minus 2x weiter vorne, minus 9x Quadrat weiter hinten. Und jetzt bilden wir diese zwei Grüppchen und werden in beiden Grüppchen faktorisieren. In der ersten Gruppe können wir 2x ausklammern und in der zweiten Gruppe werden wir minus 9 ausklammern. Deshalb schreiben wir diese Summe zuerst mal so um, so, dass wir in den zwei ersten Termen deutlich den Faktor 2x mit Malpunkt erkennen. Und in den zwei letzten Termen erkennen wir deutlich die Zahl minus 9 versehen mit Malpunkt, hier grün markiert. In der ersten Gruppe klammern wir also 2x aus, in der zweiten Gruppe klammern wir minus 9 aus. So erhalten wir diese Differenz. Im ersten Term der Differenz sehen wir diese Klammer x² minus 1, im zweiten aber auch. Also können wir diese gemeinsame Klammer x² minus 1, die in jedem Term multipliziert, ausklammern. Und somit haben wir schon ein Produkt gefunden. Dieses x² minus 1 kann man noch weiter faktorisieren, denn 1 ist dasselbe wie 1 im Quadrat. Dann haben wir hier also x² minus 1 im Quadrat. Das ist die Differenz von zwei Quadraten, die man durch diese binomische Formel von rechts nach links angewendet faktorisieren kann. Machen wir das hier. x² minus 1 Quadrat kann durch diese Formel faktorisiert werden in x minus 1 mal x plus 1. Somit haben wir diesen algebraischen Ausdruck so weit wie möglich faktorisiert. Hätten wir das am Anfang nicht gesehen, mit minus 2x nach vorne und minus 9x² weiter nach hinten setzen, ist auch nicht schlimm. Ich wiederhole diese Übung hier, ohne so zu gruppieren, sondern wir werden hier gruppieren, so wie es da steht. Wir bilden diese zwei Grüppchen. In der ersten Gruppe können wir x² ausklammern. In der zweiten Gruppe können wir minus 1 ausklammern. Schreiben wir das mal explizit auf. Wir schreiben hier das x² mal 2x. Das macht effektiv 2x hoch 3. Hier schreiben wir minus 9 mal x². Das ist effektiv minus 9x². Hier schreiben wir minus 1 mal 2x. Das ist minus 2x. Und hier minus 1 mal minus 9. Das macht 9. Jetzt können wir hier das x² ausklammern. Und hier können wir minus 1 ausklammern, also so. Und hier stellen wir fest, dass diese Klammer, die im ersten Term multipliziert, auch im zweiten Term multipliziert. Also können wir diese Klammer 2x minus 9 insgesamt ausklammern. Ist gemacht. Und zwischen Klammern bleibt x² minus 1. Das erinnert wieder sehr stark an x² minus 1 im Quadrat. Das heißt, diese Klammer können wir noch weiter faktorisieren, indem wir diese binomische Formel einsetzen und dann macht das dieses Produkt. Die Übung ist somit beendet. Selbstverständlich finden wir dasselbe Produkt wie durch dieses Verfahren. Jetzt diese dritte Aufgabe. Auch hier bilden wir zwei Grüppchen. In der ersten Gruppe können wir x² ausklammern. Und in der zweiten Gruppe klammern wir minus 4 aus. So. 3x mal x² macht effektiv 3x hoch 3. Und minus 1 mal x² macht effektiv minus x². Minus 4 mal 3x, das ist minus 12x. Und minus 4 mal minus 1, das macht 4. So ist es explizit aufgeschrieben, dass wir hier x² ausklammern können und hier minus 4. Also so. Und wieder stellen wir fest, im ersten Term dieser Differenz multipliziert die Klammer 3x minus 1,
im zweiten Term aber auch. Also können wir diese Klammer 3x minus 1 insgesamt ausklammern. Und was bleibt zwischen Klammern? X² minus 4. Von da, x² minus 4. Aber die 4, das ist dasselbe wie 2 im Quadrat. Und wieder können wir diese binomische Formel einsetzen, um die Differenz von zwei Quadraten zu faktorisieren. Und somit ist auch diese Übung beendet.